Wer 100 Leuten auf der Straße die Frage stellen würde, was sie mit 1 Milliarde Euro machen würden, würde wohl häufig auch die Antwort bekommen, dass eine Luxusjacht auf den Wunschzetteln der Träume steht. Die majestätischen und luxuriösen Riesen der Ozeane sind vor allem für die Multimilliardäre ein beliebtes Statussymbol. Jahr für Jahr übertreffen sie sich mit neuen Designs und beinahe im Jahresrhythmus kommen neue Riesen auf die Meere, die die bisherigen Rekorde noch einmal in die Schatten stellen. Inzwischen sind sie wie die großen Kreuzfahrtschiffe. Große und luxuriöse Unterkünfte, die sich auch mit einer beeindruckenden Technik über das Meer bewegen können. Dabei ist es beachtlich, was für Ausmaße und Funktionen diese Schiffe für ihre Besitzer bieten können. Macht euch bereit, denn heute stellen wir euch die teuersten Yachten der Welt vor. Sich besonders komfortable Schiffe zu halten, ist keine Sache der Neuzeit. Bereits im Mittelalter haben sich Herrscher mitunter wunderschöne Schiffe bauen lassen, die alleine ihrem Komfort und Luxus dienten und ansonsten keine weitere Rolle in der damals noch so wichtigen Flotte übernommen haben. Inzwischen sind die Megayachten aber natürlich nicht mehr mit der einstigen Bauweise vergleichbar. Ähnlich wie die Kreuzfahrtschiffe haben auch die Yachten der Superreichen in den vergangenen Jahren interessante Fortschritte machen können. Inzwischen findet sich eine technische Vielfalt auf diesen Schiffen, bei denen selbst luxuriöse Hotels keine Chance mehr haben, für die Gäste mehr bieten zu können. Es gibt verschiedene Werften auf der Welt, die sich auf den Bau dieser besonderen Spielzeuge für die besonders gut Betuchten der Welt spezialisiert haben. Sie bieten inzwischen in ihren Portfolios nicht nur einmaligen Luxus für die Innenräume an, auf Wunsch kann sogar Verteidigungstechnik eingebaut werden. Hubschrauberdecks sind beinahe Normalität geworden und eigene Beiboote sorgen dafür, dass die Yachten beinahe zu Flugzeugträgern in einer eigenen Flotte werden. Dabei überlegen sich die Besitzer dieser Yachten immer mehr Kuriositäten und spiegeln damit die Entwicklung, die zum Beispiel bei den Kreuzfahrtschiffen zu bemerken sind. Was sind einige Beispiele für Yachten, die in der letzten Zeit besondere Aufmerksamkeit bekommen haben? Lasst uns loslegen! Die History Supreme. Eigentlich wäre die History Supreme auf den ersten Blick gar nicht in einer Liste über Megayachten. Glaubt man den Darstellungen, so ist sie gerade einmal 30 Meter lang und erinnert mehr an eines der vielen Speedboote als an eine der Yachten, für die die Milliardäre der Welt berühmt geworden sind. Das ist ein Grund dafür, dass sich die Geschichte dieses Schiffes bis heute nicht nur im Internet hält, sondern überall auf der Welt mit ein wenig Stirnrunzeln diskutiert wird. Auch die wenigen Bilder, die von dem Schiff kursieren, deuten nicht darauf hin, dass sie eine Erwähnung wert wäre, wenn man über die hübschesten und teuersten Yachten der Welt redet. Das Geheimnis verbirgt sich hier nicht nur in ausgereifter Technik oder einem besonderen Luxus für die Passagiere. Es sind tatsächlich die Materialien, die in diesem Boot verbaut worden sind und die das Projekt mit 4,8 Milliarden Dollar zum mit Abstand teuersten Yachtprojekt der Welt gemacht haben. Über 100 Tonnen Gold und Platin sollen hier verbaut worden sein. Designt hat die Yacht ein Experte für Luxus aus London, der über mehrere Jahre daran gebaut haben soll. Käufer ist angeblich ein Geschäftsmann aus Malaysia, wobei nur einer bei diesem Preis in Frage kommen würde. Bis heute ist es fraglich, ob dieses Schiff zudem überhaupt existiert. Es wurde bisher nicht wirklich gesehen und wenn, dann lässt sich kaum bezeugen, dass diese Menge an Edelmetallen tatsächlich verbaut worden ist. Angesichts der Entwicklungen von Goldpreisen an den Börsen ist diese Yacht aber tatsächlich mal eine Anlage, die ihren Wert im Laufe der nächsten Jahre noch steigern dürfte. Die Eclipse, die drittlängste Yacht der Welt. Was sich der russische Milliardär Roman Abramowitsch, der auch der Besitzer des Londoner Fußballclubs Chelsea ist, in einer Hamburger Werft hat bauen lassen, ist auf die verschiedensten Weisen atemberaubend. Noch heute ist die Eclipse auf den meisten Listen der teuersten Yachten ganz oben zu finden. Die genaue Platzierung variiert dabei bei der Frage, ob die History Supreme Realität ist oder eher einem Marketing-Gag entsprungen ist. In jedem Fall bietet das Schiff des Russen einige interessante Features, die man in dieser Form mit Sicherheit auf keinem anderen Schiff finden kann. Meistens liegt die Eclipse dabei in der Nähe von Monaco und ist besonders in der Zeit rund um die Formel 1 ein gern gesehener Gast und selbst für die, den Luxus gewöhnten Einwohner, ein besonderer Blickfang vor der Küste. Mit einer Länge von 162,5 Metern ist die Eclipse bis heute die Nummer 3 auf der Tabelle der längsten Yachten der Welt. Dabei wurde sie schon mehrfach verlängert, um andere Schiffe wieder hinter sich zu lassen. Über 9 Decks erstrecken sich die Innenräume der Yacht. Bei einem Kaufpreis von etwa 400 Euro darf man das wohl auch erwarten. Eine Besonderheit liegt auch darin, dass es hier nicht darum geht, gesehen zu werden. Der Eigner legt hohen Wert auf die Privatsphäre, was mit verschiedenen technischen Maßnahmen, die eine Schutzinstallation gegen Fotos beinhaltet, gesichert wurde. Es gibt Gerüchte, wonach das Schiff sogar mit militärischen Abwehrwaffen nachgerüstet werden soll. Diese Aussagen sind aber wohl in das Reich der Legenden zu verbannen.
Fulk Al Salama, der Stolz Dubais. Dass die Präsidenten und Könige der arabischen Länder schon seit vielen Jahren einen starken Hang zum Luxus und dem Besitz von Statussymbolen haben, ist gemeinhin bekannt. Das zeigt sich auch in der zweitlängsten Yacht, die derzeit auf den Meeren zu finden ist. Die Fulk Al Salama ist im Besitz des Sultans von Oman, der sich dieses Spielzeug 2016 hat in Italien bauen lassen. Mit 164 Metern ist sie nur ein kleines Stück länger als die Eclipse und so wie man Roman Abramowitsch kennt, ist es gut möglich, dass er wieder nachrüsten wird, um auch diese Yacht überholen zu können. Ansonsten ist aber nur recht wenig von dem Schiff bekannt. Das liegt daran, dass selbst die Sultane sich Mühe geben, diese Form von Luxus nicht überall auf der Welt zu zeigen. Die Besonderheit dieser Yacht ist es, dass sie zusammen mit einem Schwesterschiff fährt. Die Al Said bietet ebenfalls eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Rede ist sogar von einem eigenen Konzertsaal, in dem ein Orchester mit über 50 Mann spielen könnte. Darüber hinaus werden die Schiffe sogar von der Marine begleitet. Damit sind sie die eigenen Flugzeugträger, die einen Verband mit sich bringen. Besonders häufig sind die Schiffe natürlich im Golf von Persien zu sehen. Inzwischen steuern sie aber auch die Küsten von Europa an. Rund 500 Millionen Dollar soll sie gekostet haben. Das sind aber natürlich Schätzungen, da man sich über Preise in solchen Regionen nicht öffentlich äußert. Azam, die längste Yacht der Welt. Ein weiteres Schiff der königlichen Familien der arabischen Welt ist die Azam, die in Bremen ihren Hauptsitz hat und ein weiteres Beispiel dafür ist, dass die Besitzer der Luxusjachten bis heute einen hohen Wert auf die deutsche Expertise setzen, wenn sie sich ihre Schiffe bauen lassen. 3 Jahre soll der Bau der neuen längsten Yacht der Welt gedauert haben und immerhin 605 Millionen Dollar wurden wohl darin investiert, alle Wünsche zu erfüllen, die der Prinz von Saudi-Arabien für sein neues Boot hatte. Dabei wurde auf die feinsten Materialien gesetzt und es hat lange gedauert, ehe die verschiedenen Maßnahmen richtig umgesetzt worden sind. Mit 180 Metern hat sie zudem einen guten Abstand zu ihren Nachfolgern auf der Liste und wird daher wohl einige Zeit das längste Schiff der Welt bleiben. Besonders beeindruckend wird es aber dann, wenn man sich ansieht, was hier alles eingebaut wurde. So eine Kleinigkeit wie ein eigenes Mini-U-Boot lässt sich zum Beispiel finden. Darüber hinaus können gleich 2 Hubschrauber auf dem Schiff landen. Ein Kino, ein riesiger Saal mit 520 Quadratmetern, 2 Schwimmbäder und das eine oder andere militärische Extra wie ein Abwehrsystem für Raketen und eine komplette Verglasung aus kugelsicheren Materialien sind enthalten. Da ist es kein Wunder, dass der Staat so tief in die Tasche greifen musste. Es heißt aber, dass der Prinz seine Yacht tatsächlich sehr aktiv nutzt. Ein deutlicher Unterschied zu den vielen anderen Luxusjachten, die inzwischen einfach gekatert werden können. Street of Monaco, das schwimmende Fürstentum. Das kleine Fürstentum Monaco an der Südküste von Frankreich hat eine lange Geschichte daran, seinen eigenen Platz zu erweitern. Der Reichtum des Staates wird schon seit Jahrzehnten dafür genutzt, sich künstlich in das Meer zu erweitern und somit mehr Bauplatz für das beengte Reich zu schaffen. Da ist es gar nicht abwegig, zu überlegen, einen Teil des Fürstentums einfach auf ein Schiff zu verlegen. Diesen Gedanken hatten auch einige Experten und die Prototypen für die Streets of Monaco geschaffen. Tatsächlich handelt es sich nicht wirklich um ein Projekt aus Monaco, sondern eher um ein Projekt über Monaco. Auf dem 160 Meter langen Schiff wurde die charakteristische Innenstadt von Monaco auf einem schwimmenden Riesen nachempfunden. Dazu gehören Wolkenkratzer, die so berühmte Formel-1-Strecke, die sich durch die Straßen zieht und viele andere luxuriöse Einrichtungen. Schnellboote, Jetskis, ein eigenes Hotel, Kinos und Restaurants sollen hierfür gerade einmal 16 Passagiere geschaffen werden, während sich 70 Besatzungsmitglieder um das Wohl von Schiff und Gästen kümmern. 1,1 Milliarden Dollar sind für das Projekt veranschlagt. Nicht unmöglich, dass tatsächlich jemand auf die Idee kommen könnte, dies umzusetzen. Symphony of the Seas, ein Kreuzfahrtschiff im Vergleich. Wer es sich nicht leisten kann, eine halbe Milliarde Dollar in ein Schiff zu investieren, der muss trotzdem nicht auf Luxus auf hoher See verzichten. In den vergangenen 10 Jahren erlebte die Branche für Kreuzfahrten einen nie vorher gesehenen Boom. Daran ist auch der Luxus schuld, der inzwischen auf diesen tollen Schiffen gefunden werden kann. Die Symphony of the Seas ist dabei das größte Schiff, das derzeit auf dem Meer gefunden werden kann. Knapp 7000 Passagiere können auf diesem Schiff Platz finden und leben dabei wortwörtlich in einer ganz eigenen Stadt mitten auf dem Ozean. Hier finden sich eigene Hotels, unzählige Restaurants, Kinos, ein eigener Freizeitpark und mehr Luxus, als man in irgendeiner Ferienanlage auf dem Land finden kann. Sie reist dabei in der Regel durch die Karibik, steuert aber auch andere interessante Ziele auf der gesamten Welt an. Wer also den Luxus auf dem Meer einmal selbst erleben möchte, hat mit diesen Schiffen eine Möglichkeit, ganz ohne ein Milliardär zu sein.
Die Entwicklung der Schiffe in den letzten Jahren wird immer beeindruckender. Welche Beispiele für tolle Yachten oder besondere Schiffe mit Luxus kennt ihr noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir würden uns riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.